Herzlich willkommen, Fans auf dem Nachrichtensender des VfL Wolfsburg. Ihr Ziel, um über alles, was rund um den VfL Wolfsburg passiert, auf dem Laufenden zu bleiben. Abonnieren Sie jetzt und hinterlassen Sie ein Like, damit Sie keine Neuigkeiten zum VfL Wolfsburg verpassen. Roger Fernandes spielt bei seinem derzeitigen Club SC Braga eher eine untergeordnete Rolle. Zumindest bei den Profis kam der 17-Jährige, der als eines der größten Talente in Portugal gilt, bisher auf nur 206 Einsatzminuten. Sein großes Potenzial macht den Linksaußen dennoch für andere Vereine interessant. Laut der Sportzeitung Oyogo interessiert sich der VfL Wolfsburg für eine Verpflichtung. Demnach ist sowohl ein fester Transfer als auch ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption aus Sicht der Wölfe denkbar. Der Vertrag des meist nur Roger genannten Spielers in Braga läuft allerdings nur noch bis 2024, weshalb einer möglichen Leihe zunächst eine Verlängerung vorangehen müsste. Ob Wolfsburg einen Deal über die Bühne bekommt, wird sich zeigen. Newcastle United, Atletico Madrid und die PSV Eindhoven seien in der Vergangenheit ebenfalls interessiert gewesen. Für die Zweitvertretung Bragas kam Roger in der abgelaufenen Saison in der dritten Liga auf 19 Einsätze, in denen er ein Tor und 7 Vorlagen markierte. Auch in der Aufstiegsrunde kam der Linksfuß 6-mal, eine Vorlage, zum Zug. Fans des VfL Wolfsburg, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten vom VfL Wolfsburg zurück.